Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. In der Figur haben die Ecken des spitzwinkligen Dreiecks ABC die folgenden Koordinaten. A hat als Koordinate 3, 10, B hat als Koordinate 10, 0 und C hat als Koordinate 0, klein c. Frage: Für welchen Wert von klein c ergibt der Flächeninhalt von ABC 29? Was wir also suchen, das ist diese Zahl klein c, so dass der Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC 29 ergibt. Wir konstruieren zuerst dieses Quadrat mit Seitenlänge 10. Und um den Flächeninhalt vom Dreieck ABC zu bestimmen, können wir von diesem Flächeninhalt des Quadrats ganz einfach die Flächeninhalte dieser drei bunten Dreiecke abziehen. Vom Flächeninhalt des Quadrats 10 Quadrat ziehen wir also ab Flächeninhalt von dem blauen Dreieck, das ist 10 mal c geteilt durch 2. Weiter ziehen wir ab Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck, das ist diese Kathetenlänge, das heißt 10 minus c, mal diese Kathetenlänge, das heißt 3, geteilt durch 2. Und dann ziehen wir auch noch den Flächeninhalt von dem grünen Dreieck ab. Dieser Flächeninhalt beträgt 10 minus 3, also 7, mal 10 geteilt durch 2. Wir rechnen das hier aus und finden somit 50 minus 7c geteilt durch 2. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC ist also 50 minus 7c geteilt durch 2. Aber dieser Flächeninhalt ist auch gleich 29. Also ist diese Differenz gleich 29. Woraus wir schließen, dass 7c halbe 21 sein muss, also ist c 42 Siebtel, das heißt 6. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 6.